Ui, ui, ui. Weg, Bemora, zurück, Bemora, Moira. Ich behalte sie im Auge. Richtig auch. Ja, wenn immer du bist. Und? Eifrig getestet? Ja. Dort? Gibt es dort Bücher? Kann ich mir welche ausleihen? Ja. Tatsächlich? Eine ganze Bibliothek voller Daten? Dort an Ort und Stelle? Das sind großartige Neuigkeiten. Und was genau haben Sie gefunden? Erzählen Sie es mir. Bücher. Was da? Ich bin ein Experte von beiden. Heißt das, dass es sich dabei um einen Gardekatalog handelt? Verstehen Sie... vergessen Sie es. Sie hätten gelacht, wenn Sie das Wort Kartenkatalog gekannt hätten. Ich frage mich, ob es da unten einen geben wird, wenn ich davon berichtet habe. Ach ja, hier haben Sie noch mein Buch und ein paar Kronkorken für Ihre Forschungsarbeit. Als Bezahlung für die überfälligen Bücher der ganzen Welt. Mein Boiler war laut. Okay. Ja, es geht vor allem um Rivet City. Das ist die erfolgreichste aller Siedlungen der Überlebenden. Aber keiner weiß genaueres über ihre Anfänge. Natürlich, deswegen ist es ja so wichtig zu wissen, wie so ein Ort Erfolg haben konnte. Gehen Sie also hin und forschen Sie ein bisschen nach. Ich habe keine Wahl. Ich kann es kaum erwarten zu hören, was Sie da unten alles so rausfinden. Und schauen Sie sich gut um, um sich ein reales Bild zu machen. Ist das das letzte Kapitel? Oh, ich fühle mich geehrt. Was hätten Sie denn gern gewusst? Sehen wir. Schauen Sie sich doch mal die Welt an, in der wir leben. Für Sie mag sie okay sein, aber ich habe gelesen, wie sie mal war. Und sie ist es nicht mehr. Wir brauchen alle etwas, das uns Mut gibt. Trotz der schrecklichen Dinge, die um uns herum passieren. So etwas wie dieses Buch. Nein, so ist es nicht. Haben Sie jemals versucht, ein kaputtes Glas zu reparieren? Auch wenn es gelingt, wird es nie mehr so sein wie vorher. Wenn Sie aber clever sind, können Sie mit den Einzelteilen andere nützliche Dinge erschaffen. Vielleicht sogar etwas Wundervolles, wie ein Mosaik. Nun, die Welt ist wie ein Glas zerbrochen und alle versuchen, sie wieder zusammenzukitten. Aber sie wird nie wieder so sein, wie sie einst war. Ja, das ist ziemlich tief. Nein, das ist nicht die richtige Antwort. Die erste. Wenn sie auch richtig helfen können. Warum nicht Musik, Moira? Musik? Was meinen Sie mit Hilfe? Etwa den Handelskarawanen mit idiotischen Reparaturen zur Hand zu gehen? Wagen zu warten und kranke Brahmine zu heilen? Es muss einfach etwas Erstrebenswerteres geben, wie ich der Menschheit helfen kann. Improvise, adapt, overcome. Nein, wir sind nicht fies. Wirklich? Meinen Sie das ernst? Sie glauben wirklich, mein Buch kann der Menschheit helfen? Natürlich. Nun, danke. Das bedeutet mir wirklich sehr viel, wissen Sie? Gut, dann wollen wir das Buch mal zu Ende bringen. Willst du Waffengefährte sein? Nein? Okay. Schauen Sie ruhig. Ja, zu reich. Hast du die Muni, die ich brauche? Nein, hat sie nicht. So viel Geld. Oh ja. 19. 32. Hier ist dort wie viel? 25. Nichts wert, hätte ich mir nicht gedacht. Das überrascht mich. Okay. Ich werde dann langsam aufhören, nutzlose Sachen zu sammeln, dass alles mal schneller weitergeht hier. Passt schon. Gute Jagd. Und jetzt Richtung Underworld.
brauche einen neuen Begleiter. Und ich glaube nicht, dass es in Rivet City wen gegeben hat. Nein. Glaube ich nicht. Aufgaben. Wohnung. Wo ist Underworld? Verdammt, wo war Underworld? Hier irgendwo. Geschichtsmuseum, oder? Wir nehmen mal zu Dukovs Wohnung. Ich weiß gar nicht, wie ich nach Underworld komme. In den U-Bahn-Tunnel halt. Wie immer. Geschichtsmuseum sollte dort in der Nähe sein. Inhau. Axo. I don't wanna sleep. This game is what I need to beat. Raider. Ganz gefährlich. Direkt vor mir schon. Direkt vor meiner Nase. Wo ist die Kampfflinte? Oder 10 mm? Mist. Das war schon viel Leben. Bewegt sich zu schnell. Oh, das ist Jericho. Bei der niedrigen FPS-Zahl und bei den schnellen Bewegungen keine Chance, die zu treffen. Und wir sind schon wieder beim Sturmgewehr sammeln. Und Nuka-Cola. Direkt neben Dukovs Wohnung. Zufall? Glaube ich nicht. Sind auf Dukovs Mädels aus. Und wir auf jede Menge Action. Jede Menge Action. Jede Worte war Wasser. Mozek, ist egal. Wir spülen es runter. Sehr. Fast geschafft. Und ein Nickerchen. Jericho. Jericho. Also Timeline Update. Dieser Part ist aufgenommen, wie ich meinen Elex-Song fertig gemacht habe. Zu viele freie Flächen, das gefällt mir nicht. Also ein oder zwei Tage bevor ich den released habe, dann wahrscheinlich. Hier sind wir in der Zeitline. Ich habe gerade irgendwie die letzten Tage nur Fallout gezockt. Sammler. Vielleicht gleich ein bisschen drecklos werden. Bist du am Track interessiert? Hallo. Coole Brille. 12. Ein paar.
Soldaten, den wir alle kennen und hassen, ist doch das Fleisch geworden gewesen. Sieht so aus, als hätte ich ein paar gute Nachrichten für euch, Leute. Ein großer Dank. Geben Sie mir Bescheid, wenn. Noch einen Ghoul-Begleiter. Das steht an. Ich weiß gar nicht, ob mich das irgendwo hinführt. Oh, schau. Diesen Ort. Den kenne ich. Ich werde sie so richtig schön finden. Can't hit me. Na, 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 na. Jericho nimmt mir einfach mal meine Deckung weg. Cooler Ort. Wieder meine Ecken. Arschen. Mit dir ist es jetzt aus. Oh boy. Das hat sich fast gar nicht ausgezahlt, dass ich... Okay. Mir das Snap-Upgrade Wets. Die Wets-Upgrades hole. Weg von meinem Jericho. There we go. Aus. Habe ich dich. Ich hab keinen chinesischen Sturmkörper auf der oben Taste. Oh, wo kommst du denn her? Ah ja, da ist Jericho. Ohne Jericho will ich das Spiel gar nicht durchspielen. Oh nein. So viel Gewicht. Schauen wir mal, ob hier irgendwas Nutzvolles überhaupt ist. Schaut nichts aus. Da ein bisschen was. Ich versuche mein Glück. Natürlich nicht. Das war fast zu hoch. Das wäre doch ein kranker Tod. Okay. Führe mich da. Verstrahlte Metro. Ganz sicher der richtige Weg. Ah, das heißt, Lincoln's Repeater sollte dann auch irgendwann kommen. Wenn wir bei Underworld dann sind. Und uns den Ghoul-Begleiter holen. Apropos Ghoule. So viele U-Bahn-Stationen in diesem Spiel. Was
eigentlich eh auch ziemlich viel Bock macht. Oh boy. Ich hab das wirklich vermisst. Ja, wo sind die Stiegen? Wo sind die Stiegen? Wo kommen sie dann? Links. Mit dir ist es jetzt aus. Au! Das hat gerade gesessen, sogar im Wels drinnen. Tote Gude, die riechen einfach nicht so gut. Okay, das war gar nicht so schlimm. Ich werde sie so richtig schön fertig machen. War ich gerade ein Radio an? Das sollte gar nicht möglich sein. Oh boy. Ich habe Radio-Lautstärke auf Zero. Schon mal. Ich habe schon lange niemanden mehr umgelegt. Gut, Arbeit. Right away. Interessanter Ort für ein Bett, ehrlich gesagt. Bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Ich gehe nicht mal ins Wasser runter. Wahrscheinlich zu toxisch. Ich weiß gar nicht, ob diese Metro mich überhaupt irgendwo hinführt. Okay, wir gehen halt doch runter. Nein, schaut noch sackgasse aus. Okay, very good door. Der wird sicher nicht verstrahlt schmecken. Hey, ich hab was gefunden, ein... ach, egal, war nichts. Danke, danke. Das finde ich auch die ganze Zeit. Okay, aber das war die falsche Metro. Mist. Mist. Und schon Nacht. Okay, nächster Versuch. Das ist ein Gebäude. Nein? Was zum Teufel? Da oben. Das ist ein verdammt guter Platz für einen Scharfschützen. Den gilt es im Blick zu behalten. Was auch immer du gerade gesagt hast, hier. Zum Teufel bin ich hier jetzt. Ha. Kommt man da nicht zum DLC? Ocean Bait. Nein. Oh je. Mist.
Das ist es nicht wert. Das ist es nicht wert. Nein, nein. Auf jeden Fall nicht wert. Dreckslut. Nicht mal der Punkt auf Interest. Ich weiß gleich, wo ich da jetzt auf der Karte bin. Gehe ich jetzt unabsichtlich Richtung Rivet City? Gibt sowas? Vor dem Weg bin ich noch nie entlang gegangen. Aber es ist ja auch alles mit U-Bahn so verschachtelt. Hier Richtung Rivet City. Ja, das kann ich mich erinnern. Gleich geht's tot. Jericho kriegt einen drüber gehauen. Dann flimmt er. 10 Milli. Ja. Okay, Bro, ist okay. Ich bin tot. Okay. Ich glaube, da komme ich schon nach Rivet City. Verdammt, wir sind schon fast Level 20. Dumm und klein. Okay. Dann holen wir uns den Checkpoint. Rivet City wird eine Tratschburger.
Das ist, der falsche Eingang. Falscher Eingang. Komme ich durch hier durch oder muss ich rundherum gehen? Mist. Mist. Will man nach Gulhausen, kommt man unabsichtlich bei Rivet City an. Nur in diesem Spiel. Wer ist hier? Niemand. Jericho? Jericho ist noch dabei. Gut, gut. Da drüben sind Supermutanten nochmal. Nobody cares. Perfekt. Meine Händler. Dann haben wir Lucky. Bist du hier, um einige meiner wunderbaren Spielsachen zu erwerben? Hallo. Was? Wie wär's mit einem Handel? Ja, ja, ja. Kein Problem. Beim Reparieren ist er auch guter Typ. Ich biete einen Fuß mit ganz verschiedenen 308. Verdammt. Er verwöhnt mich. Nein, verdammt. Falsch. Ich bin ein Idiot. Ich bin ein Idiot. 8 Stück nur. Zeit zum Schlafen gehen wieder. Was Granaten sehe ich gerade. Naja, nicht die beste Loot. Okay. Mit so jemandem macht man gerne Geschäft. Machen. Ich wollte ihm fast meine Sniper-Muni verkaufen. Ein bisschen Wasser. Willkommen in Rivet City. Das dauert ewig. Hey, Mr. Android. Bewegung. Welche Geschäfte führen Sie nach River City? Sie stellen Nachforschungen ein, was? Ich kann Ihnen nicht weiterhelfen, aber Sie können drinnen gern mal nachfragen. Aber machen Sie keinen Ärger, ja? Gibt es diese Gerüchte immer noch? Hören Sie, ich habe keine Zeit für Gespenstergeschichten. Pinkerton ist eine Legende. Entweder tot oder schon lange weg. Mir ist's egal. Ich muss mich um reale Menschen kümmern. Belästigen Sie jemand anders. Denke schon. Die Tür links führt in das Treppenhaus. Hm. Ich finde die Leute schon. Sieht alles in Ordnung aus hier. Gut, dann gehe ich wieder weg. Ein langer Weg runter. Die U-Bahn-Station führt uns zum Ziel. Grieches. Ist nach Gula. Crossing. Ich hoffe, ich bin den komplett falschen Weg gegangen, aber war eigentlich ziemlich friedlich. Also vielleicht gar nicht so dumm, schnell mal nach River City zu gehen. River City, Bitch.
Irgendwelche freundlichen Ghule hier? Nein? Oh, okay. Freundliche Raider, natürlich, was sonst? Gewehr. Klingt vielleicht komisch, aber irgendwie finde ich die Gegnerauswahl fast zu niedrig. Aber in jedem Fallout-Spiel Raiders Soup, sondern ein paar Mutanten. Aber in den meisten Spielen gibt es sowieso nicht so eine riesige Gegnerauswahl. Da ist Fallout eigentlich schon ziemlich gut. Zu wenig. Trotzdem zu wenig. Anscheinend muss ich mich doch heilen. Map, map. Gibt's kein Bett. Okay, welche Richtung? Diese? Gehen wir diese Richtung. Ist ja nicht so, als hätte ich eine Ahnung, wo ich hingehe. So bald, Mist. Ich werde. Oh, legt euch wieder hin. So viele Sturmgewehre. Blechdose, aber jetzt nimm's mit. Nimm's mit. Da waren die Betten also. Der Boden sieht nicht gerade stabil aus. Wo bin ich gerade hingegangen? Ihn ein bisschen planlos. Raider, was sonst? Uff. Wo führst du mich hin, Spiel? Führe mich zu den Ghoulen. Führe mich zu den Ghoulen. Oh, verdammt. Was zur Hölle ist richtig? Was macht der da oben? Wo ist er? Na, oh, guter Schuss. Guter Schuss. Bravo, Mann.
Das riecht nach Ausgang. Sobald ich draußen bin, weiß ich, ob ich richtig bin oder nicht. Knopf gebrochen. Rakete. Jetzt gehst du weg. Und wir gehen auch weg. Ich bin froh, endlich aus Megaton weg zu sein. Ja, aber wo landen wir? Promenade, ich glaube, das ist der richtige Ort. Werden wir gleich sehen. Ja. Ja, wir sind richtig. Wer hat da was Explosives? Verdammt. Verdammt. Okay. Wir sind weit weg, der Typ. Ja, auch. Ja, wir gucken jetzt gut, passt. Dann gehen wir pushen. Der liegt auch noch verdammt. Der ist dieser. Warum stehst du da drin, Bro? Wenn es hier jede Menge Action gibt. Mist. Interessant. Ah, da ist er.
geht. Ist auch viel zu schwer. Aber trotzdem. Ah, das ist schon wieder wer. Kommen wir hin mal her. Dann habe ich den Speicherpunkt. Alles cool, Baby. Ah ja, ja. Und da drüben. Mutanten. Was Neues. Sonst ist alles das gleiche. Ja, ne. Anscheinend springt der Sensenmann, es kommt zum Schluss. Okay. Falls ich das später mal brauche. Was ich nicht weiß. Aber schauen wir, dass wir zu einer anderen Welt so wie pushen. Ein breiter Weg. Jetzt habe ich einen anderen Weg gewählt. Hopp. Brüder sind hier nun mal auch irgendwo. So einen fetten Turm in der Mitte. Wie auch immer der heißt. Irgendein Moment. Ohne Mind. Verdammt. Nein. Da muss ich schon drauf schießen. Wenn Jericho schon schießt, ist schon zu spät. Rennt er weg? Oder wirft er Granaten? Cool. Hätten wir doch es auch gelöst. Das ist auf jeden Fall Supermutantenville hier. Und die respawnen auch durchgehend. Mann, ich bin froh, endlich aus Megaton weg zu sein. Okay. Hier auch ein Fight drin. Washington Momentum. Monument. Ich hätte Nachtmensch vielleicht eher nehmen sollen, da immer Nacht bei mir ist. Okay, wir haben die 45 Minuten. Dann noch ein Sprint nach andere Welt.
Und ich schätze, dann mache ich einfach eine Drahtschfolge. Eine Rivet City und andere Drahtschfolge. Mist, was haben wir hier? Okay. Kakis. Nicht mal die Erfahrung wert. Noch immer nicht. Gibt's ja nicht. Jetzt aber. Underworld, right? Ist das nicht Underworld? Underworld? Das schaut nicht nach Underworld aus. Gibt's das, dass ich schon vorbeigegangen bin? Sie mich verarscht. Das ist auf jeden Fall nicht Underworld. Der Tag haben wir gehabt. Aber Underworld hat doch auch so einen Runtergang. Mist. Und ich bin schon wieder verloren. Ist der falsche Ort. Mal dripping. Wo ist die Goldstadt? Das war doch nicht auf der anderen Seite. War das auf der anderen Seite? Ah, Mist. Dass ich zwischendurch so verloren bin. Wollen Sie mich? Machen da Hunde. Da hat ein RPG hergeschossen. Alter. Chill. Chill, Alter. Verdammt. Sind nur Hunde. Sie wollen doch nur, dass du einen Ball wirfst. Ach, komm schon. Ich hoffe, das ist dein Underworld. Das ist auch so ein Untergang. Untergang. Promenade Nordwest. Verwirrst mich, Will. Nein, auch normale Gude. Verdammt. Was ist denn hier los? Nein, Gewehr. Ist schon zum Reparieren. Da
das da drüben ist auf jeden Fall nicht das Richtige. Ha. Ich bin sicher, es war auf der rechten Seite. Aber ich wollte nach Underworld und habe River City gefunden, also was weiß ich schon. Die Chance, dass ich einfach vorbeigegangen bin, ist nicht so groß normal, aber es existiert. Existiert. Da haben wir noch eine Station, oder? Das ist Underworld. Ah ja, ja, verstehe. Wir haben es geschafft. Hey. Hey du. Rotschopf. Noch ein Mensch mit Todeswunsch. Willkommen auf der Promenade, Tourist. Ach was? Sie sind nur auf der Promenade der feinen Hauptstadt unserer Nation, besichtigen die Sehenswürdigkeiten und besuchen die Monumente, ja? Geben Sie es zu, Sie sind ein Tourist. Hm. Die Knöchelfetzer? Nee, die tun uns Ghoulen nichts. Denken vielleicht, wir gehören zu ihrer Sippe, keine Ahnung. Aber die anderen Hornochsen? Sie wissen schon, Menschen wie Sie... Nun, vielleicht nicht wie Sie, keine Ahnung, aber Menschen sind doch alle gleich. Die Typen der stählernen Bruderschaft mit ihrem Testosteron und der Powerrüstung, diese Psychosöldner der Talon Company, diese anderen Trottel eben. Erfreut mich ebenfalls, Sie kennenzulernen. Ich bewache Underworld, die Stadt der Ghule, im Museum. Für einen Touristen ziemlich unwissend, was? Ich heiße übrigens Willow. Sie haben schon richtig gehört. Underworld befindet sich im Geschichtsmuseum hinter dem großen Schädel. Die meisten Ansässigen haben mit Menschen nichts am Hut. Aber für Kronkorken verkaufen sie Sachen und verarzten einen. Ghoulhasser sind sie ja nicht. Bis zum nächsten Mal, Tourist. Server. Server. Also ist unten der Eingang oder oben der Eingang? Das vergesse ich auch immer. Unten ist der Eingang, oder? Nein, hier bin ich richtig. Ich bin so verwirrt. Ah ja. So eine Stunde. Kann ich gleich voll machen mit ein bisschen Tratschen noch. Sieh da, kaum zu glauben. Ein Glatthautbesucher. Wow. Von ihrer Sorte haben wir hier schon lange keinen mehr gesehen. Glatthäute nennen wir euch, weil eure Haut so glatt ist und so schmackhaft. Immer mit der Ruhe. Ich mach doch nur Spaß. Dran gekriegt, was? Sie sind in Underworld, Glatthaut, dem einzigen sicheren Ort für Ghule in ganz DC. In dieser Parallelwelt leben wir, von den Menschen vergessen. Die Mutanten lassen uns in Ruhe und die Sklavenhändler kommen normalerweise nicht so weit in die Stadt rein. So schlimm ist es also nicht. Die stählerne Bruderschaft ist unser einziges Problem. Es sei denn, wir bleiben hier unten in Underworld. Hier sind wir sicher. Diese Schweine. Sie scheinen uns von Supermutanten nicht unterscheiden zu können. Vielleicht ist sie noch nur Wurscht. Sie sehen uns und schießen. Zum Glück schießen sie meistens daneben. Trotzdem, Ghoulhasser. Richtig. Und solange sie uns nicht belästigen, belästigen wir sie auch nicht. Sie können jederzeit kommen und gehen, handeln, schlafen. Egal was. Stellen Sie nur sicher, dass sie keine Probleme angeschleppt bringen. Denn sowas brauchen wir hier nicht. Genießen Sie also Ihren Aufenthalt, Glatthaut. Genießen Sie Ihren Aufenthalt, aber
Versuchen Sie hier nicht alles in Grund und Boden zu schießen. Wir haben hier unten ein recht angenehmes Leben. Und so soll es auch bleiben. Ich? Ich halte jedes Stück verrosteten Vorkriegsmüll hier einsatzbereit. Bei uns laufen Licht, Wasser und Belüftung über den alten Schrott, der diesen Ort damals für die Touristen in Gang hielt. Bisher lief das Ding noch. Naja, ich weiß nicht, wie lange ich es noch schaffe. Was da, Admiral? Dort, wo wir gefahrlos hinkommen, haben wir schon so ziemlich alles Altmetall aufgesammelt. Wir kratzen hier verzweifelt die letzten Reste zusammen. Verdammt, bald muss ich noch den armen alten Cerberus ausschlachten, um Teile zu bekommen. Hey, Sie kommen doch viel rum, oder? Hören Sie zu, bringen Sie mir alles Altmetall, das Sie finden. Ich habe verschiedene Sachen zum Tauschen hier. Wir können hier ein Geschäft machen. Wir haben hier Sachen, die wir nicht brauchen, aber eine Glatthaut wie Sie kann vielleicht etwas damit anfangen. Wir haben Stimpaks, die wir nicht brauchen, weil uns der Doktor zusammenfliegt. Ich tausche ein Stimpak gegen 5 Teile Altmetall. Wir haben tonnenweise Radaway und Radix und brauchen es nicht. Ich tausche je eines gegen 5 Stücke Altmetall. Wie sieht's aus? Ich glaube, Walter ist besser dran. Was? Soll das heißen, Sie wollen keinen Finger rühren? Das würden Sie nicht wagen. Ich meine... Na schön, Sie Blödmann. Ich habe Ihnen ein gutes Geschäft angeboten und Sie kommen mir so? Hier, nehmen Sie alles und fahren Sie zur Hölle. Wie? Ich will Sie hier nie wiedersehen, Sie elender Mistkerl. Oh, das Klavintrop. Oh, nochmals hallo. Was darf's denn sein, Glatthaut? Können Sie mich bezahlen? Wenn ja, kann ich Ihre Sachen gern reparieren. Zu wenig. Zu wenig Reparaturkünste. Ich brauche hier noch einen Händler, dann bin ich happy. Du, Händler? Ja. Oh, Hallöchen. Freut mich. Ich bin Quinn. Gleichfalls. Hier sind umherwandernde Menschen gar nicht gern gesehen. Aber ich habe auf meinen Reisen so einige kennengelernt. Ja, östlich von hier. Da hat sich eine Bande mit Knarren verkrochen. Was auch. Ein Händler. Wo ist der Händler? Hier ist kein Händler drin. Das Windrop. Der Ausschlachter. Der Ausschlachter. Vielleicht ein anderes Mal. Was ist das für ein Geruch? Mich ausschlachten lassen. Wenn Sie uns in Ruhe lassen, lassen wir Sie auch in Ruhe. Ja. Hallo Winthrop, wie läuft's denn so? Hey, ich brauche jemanden, der weiß, wie man einen Ventilatorriemen umlegt. Wird überprüft. Wohnhändler brauche ich. Auch niemand da. Was ist das für ein Geruch? Okay. Das nächste Mal mache ich weiter. Peace out.